Und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Vlog. In diesem Vlog werde ich verschiedene Szenen zeigen. Szenen, weil wir ja nach Plückow fahren, zum Bundesendlauf. Aber ich will mich jetzt schon mal entschuldigen, wenn das ziemlich lang geht, das Video. Ich sehe es dann erst später beim Schneiden, aber ich weiß jetzt schon, dass es lang geht. Wir sind jetzt schon gerade eben losgefahren, fahren jetzt 6 Stunden, glaube ich, oder so. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann an der Strecke nachher wieder. Liebe Freunde, wir sind jetzt im Hotelzimmer angekommen. Ja, ist eigentlich ziemlich geil hier. Da hier Doppelbett, Fernseher, Tasche, Schrank, 2 Sessel, mein Handy sonst. Wir haben es gerade 15:13 Uhr und ja, wir fahren jetzt gleich nochmal zur Strecke. Da zeige ich euch auch noch ein bisschen was und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Also liebe Freunde, es ist schon der nächste Tag. Gestern. Alle. Ja, meine Freunde hier, da. Und da. Und wir zählen heute Simon ab. Ja, jetzt sei mal leise hier. Also, gestern konnte ich nichts mehr filmen. Doch, passt du, Simon. Yeah. Schnauze. Gestern konnte ich nichts mehr filmen, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte. Und ja, das versteht es sicherlich. Ja. Lass mal ab und da und live. Ja Mann, ihr habt's gehört. Wir haben jetzt gleich das erste freie Training. Wir drei da. Und ja. Zeig mal nochmal den David hier. David am Start. Ja, wir ziehen uns dann gleich um und dann seht ihr ja beim freien Training was. Ja. Gerade eben die paar eingeblendeten Videos, gerade eben waren von den kleineren Fahrern. Also die bei mir im Team sind, aber die kleinere Fahrer waren halt. Sauber! Wollt ihr noch was sagen? Ja, haut rein, Leute. Tschüss. Ciao.
Ich hoffe, man versteht mich jetzt. Auf jeden Fall wurde ich im Training vorher. Wie viele war ich da? Achter war ich da. Gerade eben im Zeittraining wurde ich auch Achter, glaube ich. Ich ziehe mich jetzt erstmal um, also auch in die normalen Klamotten. Ich fahre noch ein bisschen Fahrrad auf der Dirtbike-Strecke. Ich tue da wahrscheinlich auch noch ein bisschen dann filmen. Dann sage ich heute Abend noch mal was. Weiß nicht, im Zimmer vielleicht, vielleicht auch nicht. Dann sehen wir uns später wieder. Trainingssitzung des heutigen Samstages hier im Österreich zum ADAC-Bundesendlauf. Mittlerweile haben wir auch ein paar. So, liebe Freunde, ich habe jetzt nicht mehr beim Fahrradfahren gefilmt, aber, was aber? Ich habe eigentlich nichts mehr gefilmt gerade eben. Ja, ich habe mich jetzt schon auch schick gemacht hier. Wir gehen jetzt Abendessen erstmal. Tja, dann würde ich sagen, dass wir uns morgen wiedersehen, bevor das Warm-up so gesehen ist. Und ja, dann würde ich sagen, bis morgen früh. So, liebe Freunde, ich habe mich jetzt angezogen, es ist auch schon der nächste Tag. Gleich ist von mir das Warm-up, also so gesehen ein Training. Ich bin jetzt halt gerade im Anhänger, weil ich dachte, dass man versteht mich hier besser, weil draußen ist einfach übel laut, auch wegen Lautsprechern. Es ist auch übelst kalt, weil, weiß auch nicht, seht ihr ja. Ich habe jetzt übrigens auch eine andere Kombi an, also hier da so gelb, weiß und schwarz. Die ist jetzt noch nicht gemerkt oder kapiert haben, nochmal zur Info. Ich bin übrigens die 31 jetzt, also nicht die 46 heute, sondern die 31. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Warm-up wieder. So, liebe Freunde, mein Freund will auch gerade noch was sagen. Ja, also, es ist arschkalt hier. Ja, mir auch. Und ja, wir schauen uns an. Im Halbfinale. Ja, klar. Liebe Freunde, ja, ich war jetzt im Warm-up, war ich Vierter mit einer Zeit von 2,6. Wenn ich gestern Vierter geworden wäre, das wäre viel geiler gewesen, aber jetzt würde ich halt nur im Warm-up Vierter. Und jetzt warte ich noch bis zum Halbfinale und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Yeah.
Liebe Freunde, ich glaube jetzt auch, dass die Lichtqualität sehr kacke ist. Ist mir jetzt auch egal. Ich habe wirklich jetzt im Ernst vergessen, nach dem Halbfinale, das war mein Arm, nach dem Halbfinale zu sagen, wie viel ich wurde. Oh je. Ja, ist jetzt auch egal. Ich sag's jetzt kurz. Ich bin eigentlich jetzt schon im Schneiden und merk's gerade. Das ist sehr toll, ne? Ja, auf jeden Fall wurde ich im Halbfinale, wurde ich 8. oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ist ja auch egal. Und das wollte ich nur sagen. Und ihr seht jetzt auch gleich den Ausschnitt vom Finale, also vom zweiten Rennen so gesehen. Und ja, viel Spaß. Liebe Freunde, jetzt ist das Finale rum, also das zweite Rennen. Ich wurde 20. also genau die Hälfte, also ja. Und ja, jetzt ist es so, dass ich, wie ihr gesehen habt, beim Start einen Crash hatte. Mein Helm ist auch komplett am Arsch jetzt. Also halt das Teil, das was vorne dran ist. Und ja, haben wir dann in der drittletzten Runde habe ich mir noch ein Muskelzerrung mal wieder geholt in der rechten Wade. Wir fahren wahrscheinlich nachher dann wieder nach Hause. Ja. Falls wir uns dann nicht mehr sehen oder ich irgendwas, falls ich nichts mehr sagen werde, wollte ich jetzt schon mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert auch, wenn ihr das noch nicht getan habt. Unter dem Video ist ein Abonnier-Button. Und drückt auch auf die Glocke, dann bekommt ihr Benachrichtigungen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.